Den hier vorne kann ich auf jeden Fall machen. Ja, da hat sich direkt nochmal einer gezeigt. Von hier aus können wir das machen, von hinten. Wir müssen jetzt wen wir machen müssen zuerst. Es kommt. Jetzt sind die erstmal aus dem Wind. So, jetzt komme ich von hier. So, unentdeckt, sehr schön. Wir wussten gar nicht schon, wo es kommt. So gehört sich das. Erfolgreich geschaltet, Befreier. Wenn wir jeden Skelett aus dem County vertreiben wollen, müssen unsere Fahrzeuge immer gut in Schuss sein. Diese Werkstatt wird uns dabei helfen, die Straßen von Peggys zu befreien. Ist eine wirklich große Anlage. Du solltest mal nachsehen, ob alles läuft wie geplant. Ich bin ja schon da. Irgendwer da? Ja? Kannst du mir helfen? Super, dass du das von der Sekte zurückerobert hast. Mein Trupp wollte die Werkstatt verteidigen, aber es waren zu viele für uns. Wir wurden erwischt und eingesperrt. Sie wollten noch entscheiden, ob sie uns zu John, Jacob oder Faith schicken.
Wenn du die Gegend durchkämmen und die anderen befreien könntest, wäre ich dir echt dankbar. Lass mich einen Moment durchatmen. Das mache ich. Ist eigentlich ziemlich nett hier. Pass da draußen auf dich auf, okay? Ohne dich hätten sie uns überrannt. Danke, Freund. Bitte schön. Kampf auf die Straßen. Das ist mal nicht durchgehen drin. Ich dachte jetzt eher so weiträumig. Sehr schön. Ich wollte sowieso jagen gehen. What the fuck? Oh. War da ein Bär drin, Alter? War da jetzt auf dem Bär drin? Hat mich erschrocken. Das ist nicht gut. Sie haben meinen Truck geklaut. Der Truck ist nicht hier. Hä? Verdammt! War ja klar. Ich glaube, der Besitzer bewahrt den Schlüssel irgendwo hinter dem Tresen auf. Ich habe mich hier irgendwie im Klo eingesperrt. Der Schlüssel muss irgendwo beim Tresen sein. Ist das nicht der Schlüssel? Vielleicht liegt er auf dem Tresen, hängt er an der Wand hinter dem Tresen. Er ist sicher irgendwo beim Tresen. Ich bin mir sicher. Okay. Du musst da eben für uns den Ausschlag gegeben. Vielen Dank. So. Hallo. Hey, jetzt muss ich gehen mal was verkaufen. Zweimal. Aber wir haben schon fast 5000 und 11 Dingerpunkte. Das heißt, wir können uns unser Inventar groß machen und erstmal fett auf Jagd gehen. Aber leider nicht ein Karabiner. Den hätte ich halt gern noch. Die sind halt scheiße teuer. Den könnte ich mir leisten. Was ist das? Das ist eine Schrotflinte, oder? Oder ein Einzellader oder so. Wow, ich kann mir eine Schaufel leisten. Schleuder. Eigentlich sollte ich Pfeil und Bogen mit. Boah, guck ich da mal mit dem Curve-Bogen. Oh. Ich habe eigentlich gar kein Geldproblem, wenn ich ehrlich bin. Aber mit der Waffe bin ich zufrieden. Super zufrieden sogar. So zufrieden, weil ich mir so meinen Skin kaufe. Ja, das will ich schon drauf haben. Das habe ich ja. Da habe ich ja die drauf. Können wir auch noch einen Schalldämpfer drauf machen? Oh, größeres Magazin auf jeden Fall. So, Pistole. Können auch alle Aufsätze drauf. Möchte ich nicht.
noch eine Pistole mit Schalldämpfer holen. Ein CZ? Eine Skorpion. Also die kaufen wir dann bei Gelegenheit, wenn wir ein bisschen mehr Geld haben. Welche habe ich denn gerade ausgerüstet? Kann ich das sehen? Was habe ich denn gerade für eine Pistole ausgerüstet? Ich glaub, die Sekte sucht nach dir. Das heißt, wir passen uns die Pistole hier oben an. So, ah, Schalldämpfer geht nicht. Ah, jetzt habe ich zu wenig Geld für. Ja, dann jag ich jetzt erstmal ein bisschen in die Waffe. Oh, ich habe keine Munition. Ich muss hier mal noch Munition suchen. So, wie gesagt, dann jag ich jetzt gleich erstmal ein paar Bären. Damit wir uns Schalldämpfer leisten können. Die können wir alles infiltrieren. Egal ob von nah oder ob fern. Hallo, hier spricht. Verdammt, Junior, nimm das Ding überhaupt auf? Ja, es ist an. Du machst das echt toll, Papa. Ich weiß, dass ich das toll mache. Du bist meinen Lenden entsprungen, Sohn. Du brauchst mir nicht zu sagen, wie ich mich schlage. Hallo, Kirk Grubbin Senior. Ich bin Veteran, Geschäftsbesitzer, liebevoller Vater. Und ich will Senator für diesen Staat hier sitzen bleiben und zusehen, wie dieser Staat von diesen gottlosen, waffenlosen Hippies in Kanada verwandelt wird. Die hören nicht auf, bis die Demokratie tot ist und wir alle nur noch Ketchup-Chips essen. Diese sirupsaugenden Sozialisten schleichen sich in unser Land, haben 300 verschiedene Geschlechtspronomen und denen ist unser Wohlfühl als Scheißegal. Hey, labern mich gerade alle durcheinander. Ich hab gehört, die Sekte wartet hier all ihre Autos und Lastwagen. So, ich brauche Munition. So, ist nachgeladen, ist nachgeladen. Hier muss doch irgendwo Munition liegen, oder? Kann ich sein, dass hier nirgendwo Munition liegt. Nirgendwo. Das ist fantastisch! Es kommen ständig neue Sachen hinzu. Ja, MP, ich brauche ein bisschen mehr MP-Munition. Die Bären jage ich eher mit MP. Wenn sie mir zu nahe kommen. SCF ist jetzt sehr gut. Willst du mal was Geiles sehen? Dann check mal das Spiel hier. Ja, das habe ich vorhin schon gemacht. Ich denke, ich mache das extra. Im Multiplayer. Ein Jäger ist nur so gut wie seine Ausrüstung. Ist das so? Eine Warnung, aufgepasst Leute, die Leute von Aiden's Gate werden langsam aufdringlich und unverschämt noch dazu. Erst wollten sie nur mehr Metallschrott, als wir liefern konnten. Jetzt wollen sie gleich den ganzen Laden aufkaufen. Ja, das könnt ihr ja durchlesen. Ich könnte das Spiel den ganzen Tag spielen. Wir merken also, die Leute werden langsam nervös. Kann ich aber auch verstehen. Wenn eine einzelne Person hier das ganze Land infiltriert und genau das macht, was man nicht will. Rechnung für den Todeswunsch. Panzerplatten, kugelsicheres Glas, Notlauf, kugelsichere Reifen, verstärkter Unterboden. 5.000, Gesamtsumme 67.000. Merle? Komm her, schnell! Was ist das denn? Verlieren wir keine Zeit. Ach, der Jobs. Was ist denn? Ich hab gehört, die Peggys haben dich getauft. Aus Larrys Haus dringt so ein verrücktes Leuchten. Vielleicht ist es nur eine Überspannung im Netz. Wir stecken in der Klemme. Führt wieder seine komischen Experimente durch. Warum ist los? Wir sollten nach ihm sehen. Wenn dir die Kugeln ausgehen, kannst du dich... Hier wohnt der. Bei Falls End, da sind wir. Diego ist bei der Lamb of God Kirche. Die Peggys können sie einfach nicht in Ruhe lassen.
Ist hier noch was? Ja, hier zwischen ist noch was. Ich glaube, ich mach das da erst. Hier, Grace. Ich muss schon hingehen. Guck mal. Das Messer verlassen. Da. Das ist nicht gut. Wir haben meinen Truck geklaut. Ja, dann muss ich halt hier mitlaufen. Hab ich auch kein Problem mit. Damit bin ich ja sogar recht sportlich. Dann mach ich das mal hinten. Die beiden Sachen noch. Mal gucken, ob wir dann in die Stadt gehen. Uiuiui. Ich glaube, wir sind doch lieber ein bisschen näher Straße. Oh, guck mal einer an. Dann haben wir aber auch nicht mehr so viel. Das heißt noch 1-2 Bären. Dann ist das Ding auch schon leer. Wir sind gleich da. Da gibt es bestimmt Munition oder so. Hätten wir auch welche kaufen können, aber. Hab ich ja bisher auch nicht gebraucht, warum denn jetzt? Also ich muss sagen, an sich gefällt mir die Gegend, also das Spiel an sich gefällt mir besser wie Far Cry 3 oder 4. Einfach weil es mal was wie erfrischend das ist halt. Voll vercheckt, dass wir jetzt schon da sind. Welche Waffe oder dreht das denn von mir? Ich glaube, das war Speer. Man konnte, du lauf doch einfach weg. Aber nee, muss extra noch zu mir gelaufen kommen. Is gonna make you see.